Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die DM Haul Review zu den neuen Produkten aus meinem letzten DM Haul. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und dann beginne ich als erstes mal mit diesem neuen Produkt von Labello, dieser Labellino, der nach rotem Apfel und Himbeere riechen soll. Und der riecht wirklich extrem gut, das kann man nicht anders sagen. Allerdings war es das auch schon mit den positiven Sachen. Ich finde, der ist ganz seltsam. Der hat so eine bisschen spitzere Form. Oh Gott, der riecht so gut. Aber er ist ganz komisch auf den Lippen, so wie man es einfach auch gewohnt ist bei Labello. Irgendwann hat man dieses Suchtgefühl und meint, man muss sich den stündlich auf die Lippen machen. Und das geschieht bei dem hier leider auch. Also er ist nicht wirklich viel anders wie die anderen Labello-Sachen. Und er trägt sich hier ganz komisch ab. Also das gibt so eine nicht gleichmäßige Struktur. Und ganz schlimm, das Schlimmste an der ganzen Sache auch ist, der setzt sich hier innen ganz komisch ab. Das hat so einen leichten Rosé-Stich auf den Lippen, so ein ganz klein bisschen. Und das wird so komisch. Also das setzt sich dann hier so weißlich ab und sieht ganz, ganz schlimm aus. Also ich finde das richtig, richtig schade. Ich werde den jetzt teilweise vielleicht abends ein bisschen benutzen. Oder wofür ich auch Labellos gerne nutze, wenn sie auf den Lippen nicht so gut sind, das ist vielleicht so ein kleiner allgemeiner Tipp, ist im Sommer, wenn man irgendwo Stellen an den Füßen hat, die so ein bisschen, ja, so reiben, wo es schneller Blasen gibt, so an irgendwelchen Zehen oder auch hinten manchmal an der Ferse, benutzt mal sowas und cremt eure Stellen da vorher mit ein oder nehmt den auch auf jeden Fall mit und macht das so zwischendurch mal, dann reibt das nicht so und das beugt den Blasen auch super gut vor, wenn ihr da so spezielle Druckstellen eben auch bei manchen Schuhen habt. Das mache ich dann meistens auch gerade im Sommer mit Labellos, wo ich weiß, die sind einfach nichts für die Lippen. Oder wenn ihr mal irgendeine raue Stelle an den Händen habt, dann nutze ich manchmal auch sowas. Das zweckentfremde ich dann sehr gerne für solche Sachen. Dann habe ich ja auch eine längere Zeit nach dieser Mascara immer wieder Ausschau gehalten, bis ich sie endlich mal bekommen habe. Jetzt weiß ich auch warum, denn in der Germany's Next Topmodel Werbung kam die auch öfter mal vor. Deswegen war die dann ziemlich bekannt und immer wieder ausverkauft. Und ich wollte sie auch unbedingt testen, weil sie diese extra Härchen beinhaltet. Also die hat zwei Seiten, eine so eine normale, die macht auch nicht mega Volumen, die ist ganz okay, aber auch nicht extrem gut. Und die zweite Seite ist diese interessante mit den kleinen Härchen drin, die sich dann auf die eigenen Wimpern legen und das Ganze dann verdichten und verlängern soll, was ja an sich eine coole Sache ist. Aber nur so theoretisch, denn in der Praxis bewirkt sie eigentlich kaum etwas. Also minimal bis fast nichts. Ich würde sie mir echt nicht nochmal zulegen und ja, für knapp 12 Euro, um die 11, 12, finde ich sie einfach auch zu teuer für das, dass sie kaum was bringt. Also im Großen und Ganzen lohnt sich die nicht und da würde ich euch eher davon abraten. Dann hat DM mit Balea diese neuen Produkte mit Kohle rausgebracht. Einmal diese Nose Strips und diese Tuchmaske. Und die habe ich beide getestet und muss euch sagen, ich finde die leider auch, wie ganz viele andere, nicht wirklich viel besser. Leider, wir haben ja alle große Hoffnung gehabt, dass sie jetzt auch endlich mal Sachen mit Kohle rausbringen, dass das bestimmt gut sein wird. Und nee, also es ist nicht mega schlecht, aber ich würde es mir auch nicht mehr nachkaufen. Gerade die Tuchmaske, die bringt gar nichts. Und das hier ist halt auch so ein Spaß mal zum Draufmachen, aber es zieht halt kleine Härchen weg und so ein paar einzelne winzige Poren sind dann befreiter, aber es ist nicht wirklich viel besser. Man denkt vielleicht, es ist ein bisschen besser, weil man es auf diesem Nose Strip, weil der schwarz ist, ein bisschen besser sieht, aber so an sich bringt das nichts. Also lasst die Finger davon, das ist auch nicht so das Megaprodukt. Dann gab es ja ein Produkt in meinem Video, wo ganz viel dazu kommentiert wurde. Und zwar zu dieser Handseife. Und Dankeschön an euch alle, dass ihr mir das gleich geschrieben habt. Ich habe das wirklich erst durch euch erfahren, habe das dann erst Stunden später oder einen Tag später war es sogar fast durch DM entdeckt, auf der Facebook-Seite und Instagram und so weiter. Aber von euch habe ich das zuvor auch gewusst und dachte, oh mein Gott, hoffentlich ist meine nicht betroffen. Und habe dieses Kommentar auch gleich angepinnt, damit die anderen auch sehen, in der Hoffnung, wenn irgendwer dieses Produkt hat, dann auch Bescheid weiß, ob es eins der sicheren Produkte ist. Denn hier unten hat man ja ein Datum und eine Nummer und daran konnte man dann erkennen und abgleichen bei DM, also auch online, ob die Seife von diesen extremen Verunreinigungen betroffen ist und so und dass die so mega Bakterien beinhalten und mega schädlich ist. Gerade auch für die Hände, wenn man irgendwo rissige Haut hat oder irgendwie eine kleine Wunde, ist das mega gefährlich gewesen. Deswegen Dankeschön an alle, die mir dazu was geschrieben haben. Also meine ist zum Glück auch nicht betroffen und von ganz vielen anderen auch nicht, aber finde ich toll, dass ihr mir Bescheid gegeben habt und auch der allgemeinen Community, falls sie das gesehen haben in den Kommentaren. Ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen Dankeschön für diesen Hinweis.
Dann habe ich hier einen neuen Textilerfrischer getestet von Lenor und Febreze mit der Duftrichtung Goldene Orchidee. Und das ist hier einer meiner absoluten Lenor-Lieblingsdüfte in der Wäsche. Wollte aber mir meinen Weichspüler sparen und dachte mir, ich sprühe einfach die Sachen damit ein. Und ich muss sagen, es funktioniert auch richtig gut. Aber der Duft hält bei mir auch nur so 24 Stunden, vielleicht mal 2 Tage. Aber es verfliegt dann doch schnell. Aber es ist okay, man kann es immer wieder auftragen, immer wieder ein bisschen sprühen. Ich finde, es kommt ein bisschen stark raus. Also ich finde, der Sprühnebel könnte noch feiner sein. Aber gerade auf Bettwäsche liebe ich das. Oder auf Klamotten muss man halt ein bisschen mehr Abstand halten, sonst wird es ein bisschen zu nass. Oder auch in Kunstblumen habe ich das auch schon reingesprüht. Ich finde, das verteilt sich dann wunderbar im Raum. Oder gerade auch Bettwäsche und so weiter. Ich liebe das und werde darauf umsteigen, dass ich sowas benutze. Was eine Zuschauerin auch noch geschrieben hat, was ich auch richtig cool fand als Idee, sind die Victoria's Secret Body Sprays. Da habe ich auch noch eine Menge davon und die sind alle nur so halb leer, wenn überhaupt. Und die kann man auch ganz toll auf Textilien sprühen oder auf Kissen und das riecht auch mega, mega gut. Und das werde ich machen, bevor die alle noch schlecht werden. Deswegen ist es vielleicht auch ein kleiner Tipp an euch, wenn ihr irgendwelche so Body Sprays habt, wo ihr denkt, die werde ich einfach nie aufbrauchen, weil die für den Körper zu leicht sind und dann nimmt man doch lieber wieder Parfum und so weiter. Benutzt das mal für eure Kissen und Bettwäsche und so weiter und auch auf die Klamotten teilweise. Das ist eine richtig gute Idee, also Dankeschön auch für diesen Tipp. Und dann habe ich hier noch einen neuen Tee getestet und zwar der Mesmer Strawberry Cheesecake Tee. Und der war leider gar nicht mein Fall. Also ich fand nicht, dass der irgendwie gut nach Käsekuchen oder so geschmeckt hat oder auch dieser Strawberry-Geschmack kam gar nicht so richtig durch. Mir ist komischerweise mal aufgefallen, dass die Teekanne-Tees mir viel besser schmecken im Allgemeinen, so ziemlich egal welche Sorte, und die bei Mesmer irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Außer den türkischen Apfelfeigetee, den mag ich von beiden Sorten besonders gern. Aber ansonsten tendiere ich echt immer wieder zu Teekanne-Tees, weil mir die einfach viel, viel besser schmecken. Dann habe ich ja auch noch von der MBio die Falafel und marokkanischen Bratlinge entdeckt und mittlerweile auch getestet. Und ich finde die mega gut. Oh mein Gott, das geht so einfach. Einfach ein bisschen heißes Wasser dazu schütten, so ein bisschen aufquellen lassen, kleine Teigbällchen draus machen und ab damit in die Pfanne. Und die schmecken sehr, sehr lecker. Natürlich hat es ein bisschen einen eigenen Geschmack, den muss man mögen, aber mir schmecken die sehr gut. Und ja, ich kann auch gar nicht sagen, was mein Favorit ist. Ich weiß nur, die Falafel haben ein bisschen bessere Werte so im Allgemeinen nochmal. Aber an sich finde ich beide sehr, sehr lecker und werde ich mir bestimmt auch bald mal wieder nachkaufen. Und dann habe ich in letzter Zeit mit großer Liebe dieses Produkt hier verwendet. Und zwar die Flohsamenschalen von Das Gesunde Plus. Und ich bin ein richtiger Fan davon. Das integriere ich jetzt wirklich so gut wie täglich in meine Frühstücksroutine. Beziehungsweise wenn ich mir damit einen Nachtisch zaubern will. Das ist nämlich sehr ähnlich wie Chiasamen. Aber ich muss sagen, ich stehe auf die sogar noch mehr wie auf Chiasamen. Hat aber so den ähnlichen Effekt, denn es bindet sehr viel Wasser und man kann das super in Quarkspeisen, Naturjoghurt, alles Mögliche mit reinmachen. Oder auch in Shakes, wenn man das haben möchte. Aber ich bin nicht so der Smoothie-Shake-Trinker. Aber man könnte es theoretisch dafür auch gebrauchen und das ist so gut und das sättigt so lange und das macht so viel Masse, also Volumen und hat ganz viel Ballaststoffe und macht einfach mega satt. Also ich würde wahrscheinlich sogar nochmal ein Ernährungsvideo bzw. Food-Ideen machen, die einfach lange satt machen und wenig Kalorien haben. Wenn ihr das gerne möchtet, dann würde ich nämlich das auch mit diesem hier verbinden und euch zeigen, wie ich das genau gestalte damit, weil die sind echt mega gut und für den Darm auch ganz, ganz toll. Also da freut sich der Körper, sagen wir es mal so. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich dazu nochmal ein Video mache mit so Food-Ideen, dann schreibt mir das gerne rein. Und ja, das waren meine getesteten Produkte von DM und ich hoffe, die Review hat euch was gebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!